So, dann haben wir jetzt mal ein Pianospiel vor uns. Cool. Ja. Arbeitsfilm, okay. Spielen wir das mal. Ich hoffe, bitte lass mich nicht ausrüsten. Ich krieg schon wieder spitzige Finger. Ah, ich muss aber das Musikstück rausholen, okay. Dim, dim, dim. Ey, den hab ich schon gespielt. Gemeinheit. Was? Ein B-Rang nur. Ah, oh, ein paar Punkte, okay. Dann probieren wir es nochmal. Das erste Mal war es so okay. Würde ich sagen. Die lange Zeit am Anfang, die ist halt so nervig. Da habe ich zu lange gewartet. Naja, schlechte Chance. Ey, den habe ich gespielt. Hat's gesehen. Die sind mitgenommen von oben B. Da! Verspielt! Ich habe gedrückt, man hat's doch gesehen! Da schon wieder! Ey! Das ist doch jetzt asozial vom Spiel. Man sieht, dass ich die Note spiele, aber es wird einfach nicht angenommen. Das fand ich jetzt asozial vom Spiel. Man sieht, dass ich die Note gespielt habe, aber es wird nicht angenommen. Mehrmals, man hat es gesehen. Boah, das hat mich jetzt sauer gemacht.
Das fand ich jetzt echt uncool vom Spiel. Schon wieder. Zwei verspielt. Ey! Asozial. Einfach nur asozial. Was soll denn das? Ich spiele die scheiß Noten und es steht da, ich hab die Note nicht gespielt. Kann nicht sein. Ich möchte das Spiel schon wieder neu starten. Haben wir das eine Mal ja auch gehabt. Schon wieder. Ihr habt es auch gesehen, ich habe die Note gespielt. Ja. Okay, start das Spiel neu. Abbrechen. Start das Spiel neu. Sehe ich nicht ein. Tschüss. Sehe ich doch nicht ein. Ich spiele es richtig und das Spiel soll einfach so. Oh, Note? Hast du nicht gespielt? Man sieht es zwar, aber hey. Arschlecken, hast du heute nicht gespielt. Danke dafür. Arschloch, ey. Und jetzt mach ich ein A. Nicht voll fies. Jetzt. Ein hätte wenigstens gut sein müssen und nicht verspielt. Ey, jetzt sind alle plötzlich verspielt. What the fuck? Ey, meine Güte. Spiel. Was soll denn das plötzlich? Ich bin doch noch immer im Bereich von gut. Warum ist das denn einfach nicht angenommen? Wenn ihr spielt einfach nicht. Sagt nicht schlecht, das ist einfach weg. Schlecht ist ja besser als verspielt. Immer noch. Warum spielst du die denn nicht?
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum wird das nicht gespielt? Was mache ich falsch? Ich kann doch nur meine Sticks bewegen in die richtige Richtung. What the fuck? Ich verstehe es gerade echt nicht. Wenn das erste Mal zeigen, funktioniert. Wie gesagt, wenn ich mich verspiele, gebe ich es ja auch sogar zu. Nee, da den einen schon wieder. Hat gesehen, dass ich gespielt habe, aber er wurde nicht genommen. Ah, schon wieder. Wurde nicht genommen. Ich stell mir vor, du müsstest alle selber noch alles umschalten. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, was ich jetzt kriege. Ah, Rang. Okay, sehr schön. Damit kann ich leben. Ich würde gerne... Ich verstehe nicht, was das heißt. Aber gut. Ich habe meinen Rang bekommen. Hat es nicht mal einigermaßen funktioniert. Ich habe mich zwar auch aufgeregt, aber hey. Der so. Klang des Klaviers sorgt für Erholung und Entspannung. Ja, ich hätte gerne schon mal tiefer Ding nicht Gold gehabt, hä? Ich bedanke mich aufrichtig dafür. Oh. Ich hoffe, ja, kein Problem, danke schön. Ich habe jetzt immerhin 3 Stücke schon auf A. Die Hälfte haben wir geschafft. So, Shetley haben wir gemacht. Konnten wir ja nichts machen. So, dann haben wir noch die Ornium-Aufgabe. So, Nordkorall haben wir jetzt fertig. Okay, jetzt haben wir alle Spielfeld. Sagt mir ganz ein Spieler fehlt noch für nächstes. Für nächste Stufe. Die habe ich jetzt eigentlich erwartet, dass da wohl ein Spieler rumläuft. Gut, dann schauen wir doch mal hier. Ihr seid noch hier. Ich stecke ehrlich gesagt ein wenig in der Klemme. Aber nur ein bisschen, ne? Seht euch diesen Brief an. Wir haben einen deiner Männer in Schwarz. Wenn du ihn lebend wiedersehen willst, kostet dich das 10.000 Gil. Wir lassen dich wissen, wie wir das Geld erhalten wollen. Jemand scheint zu glauben, dass meine Forschungen an diesem Phänomen mich irgendwie reich gemacht haben. Und was jetzt? Glaubst du, eine Praxis wie diese könnte so eine Summe berappen? Nein. Deshalb brauche ich eure Hilfe. Ich möchte euch bitten, den Mann zu retten. Deine Sinne sind denen der Menschen überlegen. Alleine mit Hilfe deiner Nase wirst du die Übeltäter ganz bestimmt ausfindig machen. Da bin ich mir sicher. Tja, da ist was Wahres dran. Da kannst du nicht Nein sagen, was? Womit fangen wir an? Die Briefe da zurück. Das ist ein ganz normaler Brief. Ich habe keine versteckte Nachricht gefunden. Der wird euch nicht weiterhelfen. Das scheint Ihnen etwas zu viel Spaß zu machen. Cloud, lass mich mal an dem Brief riechen. Sagen. Ja, draufnehmen oder nicht, ne? Ich nehme einen sehr charakteristischen Geruch wahr. Das ist Parfüm.
Ich wusste doch, dass auf dich Verlass ist. Ach ja, hier. Diese Lampe reagiert ausschließlich auf die Schwarzkunden. Vielleicht nützt sie euch ja. Okay. Und folgen wir. Cloud, hier lang. Kannst du sie wirklich riechen? Unser einer hat einen 7000-mal besseren Geruchssinn als ein gewöhnlicher Mensch. Neben dem Parfüm nehme ich auch sämtliche Körpergerüche wahr. Zusammen ergibt sich daraus ein Geruchsbild, das ganz und gar unverwechselbar ist. Den richtigen Geruch aus der Umgebung herauszufiltern, will natürlich gelernt sein. Und wie rieche ich für dich? Wie ein junger Mann, der zahlreiche Ungeheuer niedergemetzelt hat. Gibt sicher angenehmere Düfte. Keine Sorge, das rieche ja nur ich. Meine Stauer geil, ne? Ach, ist das toll, jetzt offen. Oh, okay. Wir dürfen die Wüste. Cool. Erkunden wir die Wüste mal. Was ist das? Pass auf. Das ist wohl so unser Traum. Dann analysieren wir schon mal. Auf Nummer sich. Ist das Wüste? Und tschüss! Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Und, achso, Cloud wurde verschlungen oder was? Das ist nur eine kleine Region von der Wüste, die wir jetzt erkunden dürfen. Und auch so. Was bist du? Eine Chimäre. Feuer. Mein Einsatz. Sehr gut. Den haben wir noch nicht. Ich habe keine Mut. Los. Jetzt oder nie. Den Gemulator können wir jetzt benutzen. Sehr schön. Also schauen wir den einen da jetzt schon analysiert haben oder nicht. So, sieht echt so aus. Die Fährte der Entführer deutet in diese Richtung. Das wäre wirklich nur so ein kleines Gebiet. Dass das gar nichts mit dem Gebiet hier zu tun hat, ne? Was? Richtig. Wieso? Nur so ein Gefühl. Gehen wir. Oh, hallo? Der ist das nicht. Er riecht ganz anders. Er sieht auch nicht aus wie eine Schwarzkotte oder so, ne? Auch ja, er wird nur Parfum. Da hat wohl jemand Hunger, was? Ist aber nicht für dich, Kleiner. Da muss ich jeder teilen. Ich mach doch bloß Spaß. Hier hast du ein Häppchen. Alter. Na, geht's jetzt besser, Red? Du hast nicht zufällig einen Mann in Schwarz gesehen. Jetzt, wo du es sagst, da saß einer auf einer Chocobo-Kutsche, die in Richtung der Höhle gefahren ist. Ganz in der Nähe. In einer Höhle? Du musst wissen, meine Nase hat auch einen Schwachpunkt. Welchen denn? Essen. Gegen meinen Hunger ist sie machtlos. Der Geruch des Fleischs hängt mir immer noch in der Nase. Ich kann gerade kaum etwas anderes wahrnehmen. Findest du das witzig? Um dich außer Gefecht zu setzen, braucht es also nur ein Steak. Ja, so ungefähr.
sie mal klaut. Ja, hab ich schon gerade gesagt, die Schokobo-Kutsche. Sie müssen hier irgendwo sein. Kutsche. Wollen wir einmal Sheerans Lampe ausprobieren? Sheerans Lampe verbraucht die, die Ausnutzung der Schwarzkötten zum Flösschen. Egal, Glückwutze spuckt hin. Die Mais haben getoucht. Komm hier mal raus. Ausgezeichnet. Was? Auf Nummer sich. So. Alles geht. Schon gewonnen. Ja. Und das Spiel ist der nervig. Ich wollte gerade blocken drücken. Irgendwann, wie kriegt man den denn jetzt da weg? Sehr gut. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber ganz hat schon richtig gemacht. Das war's. Okay. Na, die Schnurrkiste gehört auf jeden Fall mehr. Oh, ein Testholzbund. Cool. Können wir da hochklettern? Nee. Schön, dass sie auch Geräusche macht. Du, soll es jetzt ein Hopper geben werden? Mal angenommen, wir finden sie. Was machen wir dann eigentlich mit den Entführern? Jason wollte, dass wir den Mann in Schwarz zurückbringen. Aber über die Entführer hat er kein Wort verloren. Also umlegen? Das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Verstanden. Wenn sie sich wehren, dann ja. Also, wie geht's noch lang? Ich bin wieder bei der Stange, okay? Ich geh hin. Ich bin ja ein neugieriges Kerlchen. So. Ja, hier mein Kistchen. Oh, ein bisschen Geld. Und hier ist ein böse Gegner. Die haben wir aber bald schon, oder? Jetzt wahrscheinlich in das Kreuz raus, ne? Ja. Was für ein Zufall. Ja, beide Wege haben uns zum selben Ziel gefühlt. Oh. Ah. So. Hab ich ja was schon gesehen. Ziemlich großes Gebiet dafür, dass es eine Nebenaufgabe ist, oder? Jo. Echt großes Gebiet dafür, dass es eine Nebenaufgabe sein soll. Aber weiß, vielleicht kommt ja auch noch was anderes hier. Na gut, gehen wir mal hier weiter. Warte mal. Hier? Ach, ich kann hier einfach hoch.
aber hier runter oder was? Das Ding da aktivieren? Oh. Ne? Ne, da darf ich schon. So ein Becher auch. Ah, die sind dahin kamen wir noch nicht lang. Ja. Okay. Aber wir sind jetzt von der letzten Jahr ins Regulär gekommen, ne? Das Brunkenmonster. Frontalangriff! Hier ist noch einer. Ausgezeichnet! Aber ich spiele jetzt mit meiner Waffe beim Ausverschließen haben, oder was? Keine Kampf! Es ist klar! Deswegen haben wir den dann. Ich ihn mit meiner Waffe beim Muskelchen getroffen habe, ist er dann stunt. Oh. Praktisch, dass Cloudblitz so viel klettern kann. Würde ich mal behaupten. Schon, ne? Was bist du denn? Komm schon! Bonusklaue. Und tschüss! Immer nicht. Ja, nee, ziemlich schwach. So, Analyse. Bin mal so frei. Jetzt haben sie schön geguckt. Okay, das ist. Ja. Ja. Das war's dann. Aua. Darf ich nicht schlappen? Ausgezeichnet. Aref, du machst. Du kannst nicht scheinen, was? Kannst du denn nicht scheinen? Uns halt so heilen. Gegenstände, vorausgegenstände, Haltrank. Bum, 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 bum. Bum. Dann halt so. So, was haben wir hier so? Wir wollen ja alles abchecken, ne? So, hier ist dann die Leiter bestimmt auch. Guck mal, okay. Wir checken alles ab. So, da oben ist eine Materia. Oder ich das so viel mich nicht darauf hinweist. Hey Cloud, das ist Materia, du musst die holen. So. Versiegelung. Keine Ahnung, was dort ist. So, da ist noch ein paar Kistchen. Was für jung, Mann. Okay. Jetzt macht die Tür auf oder was? Ja, ich kann's. Na, ja, habt ihr Bewegungs gesehen? Und das ist noch eine Todesklaue. Weg von da nach hier, okay.